Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Ich bin Evi Steiner-Böhm und Pedro und Rosa kennt ihr vielleicht schon aus unseren Anfängerbüchern. Die meisten Menschen wissen aus Erfahrung, weil sie ja alle als Kinder das auch gerne gemacht haben, dass Zeichnen und Malen wunderbare Möglichkeiten sind, zu entspannen, mal wieder runterzukommen und vielleicht auch mal eine andere Perspektive des Lebens wieder zu entdecken. Und jetzt höre ich aber ganz oft, dass die Leute zwar sagen, ja, das wird mir schon Spaß machen, aber da brauche ich jetzt erst eine professionelle Ausrüstung und dann womöglich kann ich das gar nicht und ich habe das auch schon so lange nicht mehr gemacht. Und genau dafür, um euch diese Angst zu nehmen, haben wir unsere Lernkarten entwickelt. Und zwar braucht ihr da wirklich nur Bleistifte und einen ganz normalen Deckfarbenkasten, den ja jeder aus der Schule kennt. Und ich zeige euch jeweils bei jedem Motiv Schritt für Schritt, wie ihr vorgeht. Ihr könnt natürlich auch die Lernkarten dazu kaufen. Da habt ihr dann einmal nur die Zeichnung zum Durchdrücken und verschiedene Papiere zum Ausprobieren. Aber zum Einsteigen reicht es eigentlich, wenn ihr jetzt bei den Videos mitmacht. Das zweite Motiv ist dieser Baum, den wir beim letzten Mal schon gezeichnet haben. Und den setzen wir jetzt mit Deckfarben in Farbe um. Ich habe mir schon wieder alles vorbereitet, was ich jetzt zum Malen brauche. Die Lernkarte, da ist auf der Front wieder das Vorbild, das wir also ungefähr so nachmalen wollen. Dann habe ich einen Deckfarbenkasten mit 12 Farben. Was ich sinnvoll finde, das sind gute Pinsel. Das ist jetzt ein 12er und ein 4er. Das sind Synthetikpinsel, sind ein bisschen teurer als die billigen Schulmalpinsel, aber die lohnen sich, weil man einfach besser malen kann. Was ich auch bereit liegen habe, das ist ein Föhn, weil das ist ganz wichtig, dass man dann beim Malen geduldig ist und halt immer erst weiter malt, wenn das Bild trocken ist, damit die Farbe nicht verläuft. Ja, und dann machen wir es jetzt wieder wie beim Baumzeichnen. Wir schauen uns das an. Ihr seht schon, das ist haargenau das gleiche Prinzip. Ihr habt wieder die Zeichnung zum Durchdrücken. Ihr habt die vier Stationen, wie wir Schritt für Schritt jetzt vorgehen. Dann habt ihr wieder dieses Kohlepapier zum Durchdrücken. Ich mache das mal raus. Und dann habe ich euch zwei Papiere mitgegeben. Das eine ist ein Aquarellkarton. Die haben, also beide Papiere haben 300 Gramm pro Quadratmeter. Und das obere, das ist wieder ein Kupferdruckkarton. Den finde ich persönlich für Deckfarben wahnsinnig schön, weil die Farbe toll verläuft. Ist ein sehr teures Papier und man kann auf dem Papier nicht radieren. Also da wirklich am besten mit Durchdrückverfahren vorgehen oder ihr seid euch ganz, ganz sicher, dass ihr die Zeichnung sofort korrekt draufbringt. Also auch wenn ihr die Lernkarte nicht habt, wenn ihr das Papier benutzen wollt, bitte benutzt ein Durchdrückverfahren, was immer das ist. Ihr könnt es auch, wenn ihr so eine Zeichnung macht, könnt ihr die einfach hinten ein bisschen mit Bleistift anschwärzen und dann durchdrücken. Ihr tut euch einfach leichter. Ja, und dann, wie gesagt, dann haben wir noch einen normalen Aquarellkarton. Der ist von der Oberfläche her ist der ein bisschen verleimt. Auf dem kann man leichter korrigieren, da kann man auch radieren. Also ist vielleicht was, wenn man es noch nie gemacht hat, lieber auf dem zuerst probieren, bevor man auf das teure Papier geht. Ich benutze jetzt das Kupferdruckpapier. Dann machen wir es wieder genauso wie bei der Zeichnung. Wir legen das Kohlepapier mit der schwarzen Seite nach unten auf den Kupferdruckkarton und drücken dann die Zeichnung ganz leicht durch. Bitte da aber auch wieder ganz leicht nur aufdrücken, weil man gerade auf dem Kupferdruckpapier ganz schwer radieren kann, weil man halt sofort das Papier verletzt und dann, wenn man drüber malt, bleiben da unschöne Flecken. Nachdem wir das Ganze halt schon mal gezeichnet haben, haben wir ja schon ein bisschen Ahnung, wo wir da Licht und Schatten setzen oder wo eventuell Zweige sind. Das muss jetzt da gar nicht mehr so genau gehen. So, und dann habe ich eine ganz schöne schwache Zeichnung jetzt. Ich mag es mal ein bisschen deutlicher noch, dass ihr es auch ein bisschen sehen könnt. Und recht viel stärker soll die wirklich nicht sein.
Nur man kann auch da die Äste ganz anders setzen. Also das muss nicht immer so sein, wie es auf der Vorlage ist. Ja, und dann brauchen wir jetzt folgende Farben. Wir brauchen das Gelb, wir brauchen das Gelbgrün, wir brauchen ein bisschen von dem Rot und wir brauchen die Ultramarinblau. Ich nehme dieses dunkle Grün für Bäume nicht so gern, weil die Farbe einfach kälter wird. Und mit Gelb und Ultramarinblau wird es halt ein wärmeres Grün. Wenn euch das nicht gefällt, könnt ihr selbstverständlich auch das Grün nehmen, aber bitte das dann immer ein bisschen abtönen mit Rot, dass es nicht zu kalt wird. Und ich mische mir jetzt als erstes so ein ganz helles Grün aus dem Gelb und aus dem Gelbgrün und mache jetzt mal in der Lichtseite überall so diese Oberseite, wo die Sonne drauf scheint, deute ich das mal an. Das haben wir, beim Zeichnen haben wir das ja ähnlich gehabt. Die Farbe darf auch ruhig unterschiedlich sein. Man braucht jetzt keine Angst haben, wenn er sagt, jetzt bringe ich die gleiche Farbe nicht mehr zusammen. Das macht überhaupt nichts aus. So, und jetzt nehme ich das Gelbgrün und mische ein bisschen was von meiner Ultramarinblau mit rein. Und weil das Ultramarin, das hat immer so ein bisschen einen Rotton mit drin, ne? Das wird dann so ein warmes Grün. Ein warmes, aber dunkles Grün. Und da male ich jetzt erst einmal in der Schattenseite überall diese Blattgruppen. Und ich versuche aber, und deswegen habe ich eben auch den Föhn, ich versuche, dass ich da jetzt weiße Stellen dazwischen lasse, dass mir das jetzt nicht so arg ineinander läuft, weil die Gefahr sonst besteht, dass das schöne Helle, seht ihr wie da, dass das dann verläuft und dass er das dann nicht mehr rausbringt. Und auch hier darf die Farbe ruhig unterschiedlich sein. Nur darf da drin, darf es ein bisschen dunkler sein, auch da vielleicht oder da. Und genau wie beim Zeichnen achten wir drauf, dass wir da diese unregelmäßige Kontur einhalten. So, und da kann man ein bisschen was mit reintupfen, aber ganz wenig nur. Und jetzt föhne ich das Ganze erst einmal trocken, weil ich jetzt als nächstes den Stamm machen möchte und da muss ich da dazwischen malen und dann wird mir das verlaufen und deswegen muss das ganz trocken sein. So, jetzt ist es schön trocken und vielleicht könnt ihr das sehen, dieses Kupferdruckpapier ist ein Büttenkarton. Büttenpapier wird nicht aus Holz hergestellt, sondern das wird aus Baumwollfasern und ein bisschen Flachs hergestellt und es wird auch nicht so an der Oberfläche nicht so stark verleimt und deswegen kann die Farbe da sofort eindringen und so ganz gleichmäßig verlaufen. Das habt ihr natürlich bei den anderen Papieren habt ihr das nicht so und deswegen mag ich das so gerne auch besonders mit den Deckfarben nehmen. Gut, jetzt mische ich mir aus dem Zinnoberrot und dem Gelbgrün mische ich mir was Braunes. Und male jetzt den Stamm und die Äste so ein bisschen in der Lichtseite. So wie wir es beim Zeichnen auch gemacht haben. Ne? Dass man halt so das Gefühl hat, die gehen da hinter den Blättern, gehen die irgendwie so hoch. Und in der Schattenseite mische ich dann ein bisschen Ultramarinblau mit rein, dann wird das Ganze dunkler. Das gibt so ein Graubraun, so wie Holz halt ist. Ja, und dann warte ich wieder, bis das Ganze trocken ist. Ich kann das natürlich jetzt auch wieder föhnen. So, und jetzt lege ich mal wieder die Lernkarte mit dazu, dass man halt einfach auch sehen kann, wie es weitergeht.
Wir haben jetzt das Stadium abgeschlossen, ne? Wir haben so grob die Farbe aufgetragen und jetzt geht es natürlich darum, diese ganzen Blattgruppen ein bisschen ausführlicher zu gestalten. Und da gehen wir jetzt einfach so eine Mischung aus verschiedenen Grüntönen noch mit rein. Und zwar brauchen wir da jetzt zwischen dem ganz dunklen und dem ganz hellen so einen Mittelton und da den tupfen wir dann überall so in die Mitte mit rein. Und diese Mitteltöne mischen wir halt jetzt einfach aus den Farben, die wir bisher benutzt haben. Wir nehmen das Gelbgrün. Und geben da ein kleines bisschen Rot mit rein, dass das so ein bisschen wärmer vom Farbton wird und ein bisschen dunkler vom Farbton her. Und das können wir da mit reintupfen. Und da tupfe ich jetzt überall so rein, dass man schon meint, dass das irgendwie so Blätter sind. Aber aufpassen, dass er die schönen Lichtstellen, dass er die jetzt nicht übermalt. Weil die sind eigentlich so, ja, der Hingucker. Und dann kann man da genauso wie beim Zeichnen immer mal wieder über die Kontur raus so, ja, so kleine Büschel stehen lassen, dass man halt meint, dass da irgendwie so einzelne Zweige jetzt über die Kontur rausschauen. Und das Gleiche machen wir in der Schattenseite. Da mischen wir jetzt dann Blau dazu, dass das halt dunkler wird. Dann geben wir aber auch so ein bisschen Rot mit rein, weil das Rot mit dem Blau und dem Grün, das gibt so eine ganz dunkle Farbe. Okay, und wenn ihr Lust habt, könnt ihr dem Ganzen jetzt noch eine Landschaft in den Hintergrund setzen. Also vielleicht jetzt da halt den Himmel so ganz zartblau anmalen. Und die Wiese unter dem Baum, da könnt ihr die gleichen Farben benutzen wie gerade. Halt vielleicht da in der Lichtseite dann so ein bisschen gelblicher werden. Und da, wo der Baum da vielleicht einen Schatten herwirft, machen wir das Ganze ein bisschen bläulicher. Da macht es auch nichts, wenn das so ein bisschen ineinander läuft. Weil da haben wir so eine große Fläche, ne? Da wird jetzt das Dunkle das Helle nicht kaputt machen. Und für diesen Wald im Hintergrund, da halten wir uns jetzt an die Landschaftsregel. Im Hintergrund werden die Farben blasser und blauer. Da machen wir so was ganz Bläuliches. Und vor allem nehmen wir da viel Wasser dazu, weil dann wird die Farbe blasser. Und dann deutet man halt da einfach so im Hintergrund, deutet man an, dass da irgendwie so ein Wald ist. Aber da jetzt wieder aufpassen, dass euch da die Farbe nicht ineinander läuft. Und da seht ihr schon, brauchen wir für den Himmel, machen wir einfach eine ganz verdünnte Blau. Und zum Horizont hin nehmen wir da einfach Wasser dazu, dass man so das Gefühl hat, dass eben da hinten das ganz weit weg ist. Ne, blasser und blauer. Je weiter weg was ist, desto blasser wird es, desto weniger sieht man es. Ja, und wenn man jetzt noch nicht zufrieden ist, kann man mit einem ganz dunklen Braun, das mischen wir uns aus dem Ultramarin und ein bisschen Zinnoberrot, mischen wir uns so eine ganz dunkle Farbe, kann man jetzt in der Schattenseite den Baum vielleicht noch einmal ein bisschen dunkler gestalten, ne? Dann wird es noch intensiver. Und da unten vielleicht noch ein paar Gräser dazu. Ja, und schon ist der Baum fertig. Habt ihr gesehen, ist kein Hexenwerk, ist überhaupt nicht schwer. Und wenn er jetzt sagt, ich möchte es auch mit anderen Farben ausprobieren, ich habe das auch mal für mich selber so gemacht. Das funktioniert mit allen anderen Farben ganz genauso. Ich zeige es euch nochmal. Und zwar habe ich den Baum mit Acryl gemacht. Das ist auf einem anderen Papier, das ist jetzt auf einem Aquarellkarton. Und den Baum, da habe ich statt dem Ultramarinblau, habe ich das dunkle Grün aus dem Deckfarbenkasten genommen. Na, dann gibt es so eine ganz geheimnisvolle Wirkung. Also das
ist, passt für alles, könnt ihr mit jedem Medium probieren. Und dadurch, dass die so schnell gehen, ne, dann, dass ihr innerhalb von 20, 30 Minuten einen Baum fertig habt, ist es halt auch gut geeignet, dass man das immer und immer wieder so lang übt, bis man es einfach aus dem FF kann. Und das ist ja so der typische Spruch, ne? Übung macht den Meister. Ja, und auch wie beim Bleistift zeige ich euch jetzt noch, wie das Ganze dann in einem Passepartout ausschaut. Auch da habe ich wieder dieses Maß genommen. Ich muss ein bisschen abtupfen, dass das Passepartout nicht schmutzig wird. Und hinterher, wenn es fertig ist, passt es genau in so einen kleinen Rahmen und ihr habt ein hübsches Bild, das ihr euch irgendwo aufhängen könnt. Gut, dann bin ich fertig mit dem Thema Baum und als nächstes nehmen wir uns jetzt dann Äpfel vor. Ich freue mich schon auf euch, hoffe, dass ihr wieder dabei seid und bis zum nächsten Mal.